Meine Oma hat immer gesagt, das Einzige, was im Leben gerecht verteilt ist, die Doofheit. Und das ist auch so. Man muss dir was erzählen. Die Kanzlerin war einmal in Bayreuth, hat einmal gezeigt, dass sie Brüste hat, dass die ganze Nation durchgeht. Ja, was haben die gedacht, was da passiert? Das ist wirklich ein netter Junge, aber der hat wirklich eine Meise. Guido! Ach du Scheiße. Guido Maria! Ist das nicht für dich ein bisschen viel Technik hier? Hallo. Oh Gott, die Röhre. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Er ist Deutschlands charmantester Shoppingberater und ein Modedesigner, dem Menschen wichtiger sind als Klamotten. Oh, das ist natürlich auch spooky, dass hier überall Leute drin stehen, ne? Jetzt bei mir im U-Boot der fantastische Guido Maria Kretschmer. Hallo lieber Captain in der Röhre, ich grüße dich. Warum dachte er als Kind, er sei adelig? Weshalb wünscht er sich mehr Frauen in der Politik? Und wann ist bauchfrei bei Männern eigentlich sexy? Ist das scheiße. Man geht das noch eine Etage runter hier? Guido! Hallo, mein Lieber, ich grüße dich. So, ja, Albtraum. Was für eine schöne, vertraute Stimme. Ich glaube, wenn du hier oben warst, dann... Oh, fällt das runter? Nee, ne? Nee, das ist alles fest. Kannst du überall richtig steuern. Das ist hier alles erprobt. Kinder, ne? Aha. So, der Kommandositz hier für meinen wunderschönen Gast hier. Ich würde dich ja so gerne herzen Gast, noch mal haben. Ja, ist ja, ja die Wahrheit nicht, hier. Ne? Es geht leider nicht. Nee, es geht leider nicht. Mein Freund. Ach, ich freue mich sehr. Das Lebenskarawane zieht mit Macht dahin und jeder Tag, den du verbracht ohne Genuss, ist ewiger Verlust. Drum schenk ein, wein, es schwindet schon die Nacht. Ich habe dir Wasser hingestellt. Ja, weil du schon in weiser Voraussicht ahntest, dass ich gar nicht so ein Alkoholfrettchen bin. Aber ich würde einen kleinen Schluck nehmen. Ach, Sie an. Weil ich denke, jetzt ist Zeit, weil ich wirklich was hier mache, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Hat übrigens heute eine Frau zu mir gesagt, beim Einkaufen heute Morgen, hat die gesagt, diesmal interessiert, was ich mache. Hat die gesagt, Herr Kretschmer, ganz kurz, was liegt heute an? Fragt die mich immer. Dann sage ich, ja, dies und das und so. Dann sage ich, heute Abend gleich habe ich einen ganz schönen Termin. Gehe ich auf ein U-Boot. Nein, sagt sie, gehen Sie zu diesem attraktiven General? Ich habe gesagt, ja, jetzt sage ich Ihnen. Ja, schön groß. Sagt sie, ich glaube, der riecht nach so einem alten Aftershit. Aber da weißt du mal, was die Leute denken. Hast du gedient? Nein. Ich war nicht zu gebrauchen. Danke. Ist es so? Ja, die hätten mich schon gern gehabt, aber ich habe es dann irgendwie dann doch irgendwie hinbekommen, dass sie dachten, ach Guido, wir lassen es. Ich konnte gehen, darf man das sagen? Ja, ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich habe Gedichte aufgesagt die ganze Zeit. Und die haben bestimmt gedacht, ach guck mal, der Junge hat jetzt hier 15 Gedichte gelernt und dann will er auch verrückt machen. Dann sage ich, ja, sagen Sie doch mal, was Sie möchten. Und dann sagte der zu mir, ich hätte gern die Vergeltung von der Annette von der Droste-Hülshoff, sagt er da. Und die hatte ich Gott sei Dank auch parat, weil ich die Annette von Droste-Hülshoff so toll fand. Und bin dann angefangen, der Kapitän steht an der Spiere, das Fernrohr in gebräunter Hand, dem schwarz gelockten Passagier und immer weiter, immer weiter. Das ist wirklich ein Mega-Ding. Und dann hat er irgendwann gesagt, ist ja gut. Dann ist er raus und hat dann zu seiner Assistentin gesagt, es ist wirklich ein netter Junge, aber der hat wirklich eine Meise. Und dann war ich raus, ne? Aber ich habe ja genug Zivildienst vorher schon gemacht. Wie gut. Hat mich gerettet sozusagen, Literatur. Woher kommt das Fable für... Bei mir kommt es von meinem Vater. Mein Vater Oma, ist einfach riesen schlesische Literatur. Oma, blitzgescheit, hat gesagt, haben wir alles verloren im Osten, nur die Balladen haben wir mitgenommen. Und ich habe als meiner Großmutter hat sehr viel gelernt. Also ich fand das toll, so als Erinnerung. Ich habe mich irgendwie interessiert, dachte ich, warum ist es das so, dass die da weg muss und immer davon träumen, dass es früher doch schöner war, irgendwie, obwohl es jetzt auch gut läuft. Und ich fand das immer schön, Geschichte zu verstehen, dass man weiß, wo das herkommt. Weil ich als Kind auch davon geträumt und dachte, ach Gott, vielleicht bin ich verwechselt, dachte ich als Kind immer. Ne? Ich habe mir gedacht, irgendwann klingeln die und sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Ne? Haben meine Eltern immer gesagt, seid nicht böse, wenn ich gehe und so. Ne? Aber wenn die dann kommen, ich muss mit und so, das habe ich mir so vorgestellt. Als weil du dachtest, du gehörst woanders hin, in eine andere Welt? In andere Welt, aber ich war mit meinen Eltern, die haben mir am Wochenende mal geschenkt, so einen Ausflug in Annette von Droste-Hülshoff. Ich komme hier aus Münster in so ein Herrenhaus. Und ich war fertig, ich habe geweint. Ich habe gedacht, warum leben wir so beschissen? Dachte ich so, obwohl wir ganz schön gewohnt haben. Dachte ich, hier ist doch was falsch gelaufen. Ne? Das kann doch nicht sein. Und da habe ich mir so eingebildet, dass irgendwann macht's Ding-Dong. Dann sagt die Gräfin, ist der Kind da? Wir müssen ihn abholen. Und dann, aber meine Eltern haben das gut mitgespielt. Wärst du gegangen? Nein, vermutlich hätte ich geweint, aber ich hätte gedacht, gut, ich muss das machen. Ich bin der Stammhalter einer großen Dynastie. Ich glaube, ich hätte schön winken können, ich hätte das schon gut gemacht, aber es ist ja nicht. Erst lebe ich das ja so nicht ein bisschen, aber ich lebe schon so ein sehr. Ich kann gut
von Sterling essen und so. Ich kann gut, ich weiß, kenne mich gut aus, ich kenne alle Silberpunzen der Welt. Ich kaufe heute noch mal Schnäppchen irgendwo, weil ich genau weiß, was das ist. Ich bin ganz weil ich bei das dir. Von meiner Oma hatte. Die hat mir halt als Kind schon so ein Buch geschenkt mit Silberpunzen Europas. Das habe ich fast auswendig gelernt. Ich war schon mit 14 hatte ich schon Wiener Werkstätten Silber zu Hause sozusagen, weil ich genau wusste, ach nee, das ist schlesisches Silber 800, das ist also so ein leichter Silber. Also ein leichter Knall, den dir der bei der Musterung diagnostiziert, der war schon da. Aber es ist schön, das ist also was gibt's denn Schöneres als sich für Kunst, für Literatur, für Kultur, für Geschichte, für Details. Fürs Gäste. So, ja, total zu interessieren. Was sagst du denn? Du hast doch Uniform auch designt. Ja, ich kann gut, ich weiß gut Bescheid. Ja, ich meine, das sitzt natürlich immer gut. Das ist Gabardin, ne? 55, 45, brauch gar nicht fassen. 520 Gramm, ne? Macht heute auch ist keiner gut. Mehr. Ja, ist gut. Ist gut. Geht niemals, deswegen gibt's ja Gabardin. Es geht nicht zerstört. Das ist sozusagen die... Was ist das nochmal? Was ist Gabardin? Das ist ein Gabardin. Was ist das? Das ist eine Art... wie das gewebt worden ist, ja. Mit Schuss und Kette, viel zu lang zu erzählen. Aber das ist so, in der heutigen Zeit ist das 45 Wolle oder 55, jeweils dann mit 45 oder 55% Polyamid. Das ist genau der große Moment gewesen. Plastik ist fantastic, weil dann fing man an, dass man verstand, dass durch die Bindung und die Kombination von Naturfaser plus Plastik. Plastik im klassischen Sinne. Das tropft ja auch weg. Wenn das brennen würde, würde das richtig wegtropfen. Du brauchst die Nähte gar nicht versäubern. Also das ist viel zu lang zu erzählen. Aber auf jeden Fall ist das ein Material, das, sagen wir mal, wenn du jetzt wirklich irgendwo verscharrt worden wärst, das, da würde lange, lange das Zeit... Das würde bleiben. Würde man denken. Man würde sagen. War aber ein Grüner mit zwei aufgesetzten Taschen. Und das bleibt lange. Das ist gemacht für lange. Und das war der Stoff, der... Eigentlich der 50s und auch der 60s irgendwann, damit man lange was hatte, was lange blieb. Also das ja, die Briten, ne? Ist britisch. Ich habe das, also die, ja. die sowjetische Uniform fürs U-Boot hier drin wäre die aus Roter Oktober, die Sean Connery anhatte. Ach, guck mal, die habe ich auch. Aber ich habe die angezogen und die sieht, finde ich, nicht so gut aus in diesem Farbensemble. Deswegen habe ich mich für eine britische Heeresuniform entschieden. Und habe dann einfach der Farbe wegen, ich habe das so ein bisschen selber auch designt. Dachte mir, guck mal, ich habe dann so das volle Programm. Ja, ich habe mir, das sind alles die gleichen Orden, immer für 60 Jahre Mitglied bei der KPDSU. Ne, ich war jetzt insgesamt 600 Jahre dabei. Und dann dachte ich mir, das passt von der Farbe so gut in dieses Interieur rein hier. Also ich habe die so ein bisschen dann selber gemacht, viele Fragen dann immer. Aber weißt du, was ich verrückt finde? Ich habe noch, ja, das ist natürlich jetzt der Antichrist da unten, ne? Aber ich muss dir wirklich sagen, dass ich war noch nie in meinem Leben, er schwerte Gott, in einem Ort, wo ich dachte, sag mal, Menschen haben doch eine Meise. Wie kann man in eine Röhre so viel Technik bauen? Ja, und dann saugt man noch ab und ist unterwegs. Das ist ja im Grunde das, die Endstufe von Irrsinn, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich das hier anschaut. Und jetzt, wo ich mit dir bin, würde ich denken, okay, wenn er jetzt losfährt, fahre ich mit. Das ist echt eine Nummer, weil ich aus einer Welt komme, wo U-Boot ganz böse war.